Sarah XL schreibt hier, ihr kleiner Koalitionspartner plädiert hartnäckig für die Abschaffung der Wehrpflicht. Sie beharren auf ihr. Wer hat da recht? Ich bin immer dafür, dass man gemeinsam getroffene Entscheidungen auch ernst nimmt. Und nicht zum Beispiel der Bundeswehr, das sind 440.000 Menschen, die dort in Uniform oder Zivildienst leisten, die haben alle Familien, die haben alle einen Verwandten- und Freundeskreis. Also wir reden hier eigentlich über rund 2 Millionen Menschen. Denen zu signalisieren, wir haben im Juni 2000 eine bestimmte Reform beschlossen, werden das aber wieder ändern, und zwar an einem ganz zentralen Punkt, wie beispielsweise der Wehrpflicht, das schafft nur Unsicherheit. Insofern kann ich alle, übrigens auch in meiner Partei, auch in anderen Parteien, nur dringend darauf hinweisen, dass verlässliche Politik am Ende besser ist als die Produktion von Schlagzeilen. Die Grünen haben jetzt gefordert, dass ein allgemeines Pflichtjahr daraus wird oder ein allgemeines Freiwilligenjahr, das auch die Wehrpflicht beinhalten könnte. Ja. Können Sie mit sowas leben? Noch einmal, bevor ich anfange, über eine allgemeine Dienstpflicht nachzudenken, sollten wir die viel dringendere Aufgabe lösen. Die hat nämlich mit der langfristigen Zukunft unseres Landes zu tun. Ein Beispiel, 50% der Abiturienten sind weiblich. Wenn wir jetzt die Zeitachse betrachten, Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums, Abschluss der Ausbildung oder des Studiums, Aufnahme der Berufstätigkeit, beruflicher Aufstieg und so weiter und so weiter, dann sehen wir, dass die aus diesem Anteil von etwa 50%, übrigens sehr gut ausgebildeter junger Frauen, am Ende rund 5% werden, die in Führungspositionen der Wirtschaft oder der Politik oder der Verwaltung kommen. Wir verschleudern persönliche Lebenschancen. Und wir verschleudern gesellschaftliche, übrigens auch wirtschaftliche Chancen unseres Landes. An solchen Fragen sollten wir ansetzen, beispielsweise mit Norwegen oder den Niederlanden, um die beste Kinderbetreuung in Europa wetteifern, aber nicht mit Italien, um die niedrigste Geburtenrate. Leider ist das zweite heute der Fall. Das muss geändert werden. Und das sind die Fragen, die mich viel stärker bewegen als die Diskussion über eine allgemeine Dienstpflicht. Ein Nutzer mit dem Pseudonym Kanzler schreibt, werden Sie nach einem Wahlsieg weiter Verteidigungsminister bleiben? Und was glauben Sie, wie denkt Ihr Chef darüber? Ja, zunächst müssen ja mal die Voraussetzungen stimmen, also die Wahl gewonnen werden. Und alles andere ist jetzt schon so oft beantwortet worden, das wird durch Wiederholung auch nicht besser. Aber Sie gehen davon aus, dass die Koalition die Wahl gewinnt? Davon gehe ich aus und dafür setze ich mich übrigens auch ein. Sie müssen ja als Sozialdemokrat ab und zu mal Prügel aushalten. Das zeigt unsere ganze Geschichte. Und insofern muss man sich nur davor hüten, gewissermaßen eine masochistische Grundhaltung zur Politik zu entwickeln und zur Prügel förmlich einzuladen. Also das ist nun wirklich nicht mein Ding. Aber ich weiß auch sehr genau, wenn Sie große Veränderungsprozesse in Gang setzen, müssen Sie auf zwei Dinge immer gefasst sein. Einmal, dass jeder Wandel auch gewisse Besorgnisse, manchmal sogar Ängste auslöst. Dem kann man nur begegnen mit sicheren und stabilen Rahmenbedingungen, die für jeden Einzelnen oder jede Einzelne gelten müssen. Und das Zweite ist, dass Sie, je näher der Wahlkampf rückt, umso geringer wird das intellektuelle Niveau, um es mal ganz allgemein, aber hoffentlich deutlich genug auszudrücken. Ich halte aber nichts davon, die Intelligenz unserer Bürgerinnen und Bürger zu unterschätzen und die Leute am Ende für dumm zu verkaufen. Dafür sind Wahlkämpfe nicht da.